Hey, wir sind hier in einer Challenge. Okay. Reißt euch zusammen, ich möchte eine Torte. Eine Torte? Das kann ich machen. Natürlich, meine kleine Enkelin. Vorsicht, ich bin hier der Profi. Das Wichtigste ist natürlich die Creme. Die legen wir vorsichtig auf den Kuchen. Und dann noch eine Schicht und noch eine Schicht. Für meine Lieblingsenkelin mache ich natürlich eine Herzform. Und da kommen noch ein paar Schokoriegel dran. Sieht doch schon mal wunderschön aus. Und obendrauf kommen noch ein paar Schokokugeln. Ich bin mir sicher, das wird ihr gefallen. Hey, Oma, ich zeig dir gleich, wie das Profis machen. Zuerst halbieren wir unsere Torte. Die eine Hälfte kommt hier drauf. Jetzt schneiden wir die Mitte aus. Und drehen den Kuchen um. Die farbige Sahne lässt die Torte noch mehr wie ein Regenbogen aussehen. So sieht's wunderschön aus. Und jetzt muss ich das nur noch ein bisschen glätten. Und ein paar hübsche und fluffige Wölkchen hinzugeben. Hier kommen natürlich noch ein paar Augen mit hinein. Und ein Mund. So sieht ein echtes Meisterwerk aus. Ihr habt keine Chance. Der Kuchen muss ja nicht unbedingt hübsch sein. Hauptsache, dass er schmeckt. Was? Das soll ein Kuchen sein? Ich bitte dich. Ich bin ja noch nicht fertig. Gleich wird meine Torte auch schön bunt. Wir schmelzen ein bisschen farbige Schokolade und geben da etwas Glitzer mit hinzu. Schließlich mögen ja Mädels Glitzer. Und hier kommt das Spannendste. Das Ding heben wir ein bisschen hoch. Wow, das sieht ja richtig toll aus. Gefällt mir. Oh, das hat er sich ja gut überlegt. Okay. Meine Enkelin, wir sind fertig. Wow. Oh, was für wunderschöne Torten. Ich glaube, ich fange mit dieser Torte hier an. Awesome. Mann, die ist richtig lecker. Und jetzt probiere ich die Torte von meiner Großmutter. Das sind ja meine Lieblingssüßigkeiten. Hä, was ist das denn für ein komischer Kuchen? Probiere ich mal. Nee, schmeckt gar nicht. Der Kuchen des Chefkochs gewinnt. Ich habe doch gesagt, ich würde gewinnen. Diesmal wünsche ich mir einen heißen Kakao. Oh, auf jeden Fall, das kann ich machen. Das ist kein Problem. Na, wieso sitzen wir denn rum? Mein Geheimnis für köstliche heiße Schokolade ist natürlich der Lieblingsschokoriegel von Margot. Das mische ich alles schön zusammen. Und jetzt kommt die Schokolade in meinen Lieblingsbecher. Schaut mal. Ach, von wegen, toller Becher. Du verstehst ja gar nichts. Lass mal probieren. Hm, wunderbar. Willst du was? Eine echte heiße Schokolade sollte man in wunderbar durchsichtigen Gläsern servieren. Hier kommt die Schokolade rein. Jetzt machen wir noch Sahne. Und da kommen noch ein paar Marshmallows obendrauf. So sollte eine heiße Schokolade aussehen. Ja, und was soll ich in meine heiße Schokolade geben? Ah ja, genau. Ein bisschen Sahne. Seht ihr? Sieht auch richtig schön luftig aus. Und die Marshmallows dürfen auch nicht fehlen. Außerdem gebe ich noch ein paar Bonbons und Oreos hinzu. Und wie wär's denn mit etwas Schokosoße? Ja, und diese Pokéstäbchen. Die gefallen mir gut. Sowas hat noch nie jemand gemacht. Oh, wow. Ich probiere sofort diese heiße Schokolade hier. Oh, da sind so viele Marshmallows drin und Süßigkeiten. Oh, ich kenne ja diese Tasse. Die habe ich der Oma geschenkt. Aber die heiße Schokolade ist so lala. Hm, für dieses Glas brauche ich aber einen Strohhalm. Oh, lecker Schmecker. Ich muss ein bisschen überlegen. Andy gewinnt. Ich konnte mal jonglieren. Diesmal sollt ihr mir ein paar Chips machen. Oh, das können wir machen. Wie kocht man die? Mal sehen, wer hier Profi ist. Was soll ich mit diesen Kartoffeln anfangen? Okay. Das ist ganz einfach. Ich zeig's dir. Zuerst musst du die Kartoffeln schälen. Dann schneidest du sie in Scheiben.
schaltest den Herd ein, gibst Öl in die Bratpfanne und dann legst du die Kartoffeln hinein. Das war's. Ist doch gar nicht schwer. Ah, alles klar, okay. Hey, ihr Kartoffeln, haltet euch fest. Ich brauche ganz schön viel Öl. Ich habe keine Zeit zu warten. Ich drehe den Herd voll auf. Ah, den Deckel werde ich benutzen. Als Schutz. Da werfe ich jetzt die Kartoffeln rein. Tut mir leid, Oma. Das wollte ich nicht. Sei doch vorsichtig, Andy. Es wird Zeit, diese Chips umzudrehen. Mm, die sind toll geworden. Ah, das sind doch ganz normale Chips. Meine werden richtig ausgezeichnet sein. Dafür nehme ich mir diese Tortillas und schneide sie in Stücke. Jetzt gebe ich ein bisschen Öl mit hinein. Oma, das schaffst du eh nicht, also brauchst gar nicht zu spicken. Wenn das Öl heiß ist, kommen meine Tortilla-Chips in das Öl. Voila, das sind die perfekten Nachos. Hier fehlt nur noch, genau, Käsesoße. Den Käse schmelzen wir und benutzen ihn als Soße. Hier kommt noch eine Limettenscheibe mit hinein und fertig sind wir. Also ich habe mir was Größeres vorgestellt. Oh, Andy, deine Chips, pass doch auf. Ich habe die völlig vergessen. Ah, wie auch immer, dafür sind sie ganz schön knusprig geworden. Ich weiß, wie ich das nochmal gut machen kann. Ich brauche einfach nur schön viel Käsepulver. Na, probieren wir mal. Hat vielleicht nicht allzu gut geholfen. Aber vielleicht gefällt sie ihr. Auf meine Chips kommt noch ein bisschen Salz. Fertig sind wir. Bitte sehr, Schwester. Hä? Ist das irgendwie Holzkohle oder so? Probieren wir mal. Das schmeckt ja furchtbar. Das kann ich gar nicht essen. Wow, diese sehen ja köstlich aus. Mh, voll lecker. Hä? Sind das wirklich Chips? Ich probiere mal ein bisschen. Nee, das schmeckt komisch. Die Chips von meiner Oma gefallen mir am besten. Yeah, hab ich doch gesagt. Ja, ich werde den Ketchup gebrauchen. Mal sehen, wer von euch die besten Spaghettis machen kann. Kein Problem. Natürlich, Liebling. Wenn ich nur wüsste, wie man Spaghetti macht. Aber okay, irgendwie werde ich schon schaffen. Wieso passen die nicht in den Topf? Na los, macht schon. Ich glaube, ich habe eine Idee. Na, macht schon, ich habe gesagt, ihr sollt da reinkommen. Boah, was für blöde Spaghettis. Ich zeig's euch gleich. Was treibst du denn, mein Kleiner? Du musst doch zuerst den Herd einschalten. Und dann gibst du die Spaghettis in bereits kochendes Wasser. Holy moly! Ah, okay, jetzt habe ich's verstanden. Ach, ihr habt wirklich keine Chance. Denn echte Pasta muss selbst gemacht werden. Man nimmt Mehl, richtig schön viel davon. Und in die Mitte, in die Vertiefung, kommen ein paar Eier. Jetzt kneten wir den Teig. Wie wär's denn mit etwas schwarzem Farbstoff? So wird meine Pasta ganz besonders außergewöhnlich sein. Jetzt gebe ich den Teig in eine Schüssel und schließe sie mit Frischhaltefolie. Super, jetzt können wir den Teig herausnehmen. Fein ausrollen und dann schneiden. Das hier sind echte italienische Nudeln. Jetzt vorsichtig kochen. Al dente natürlich. Und die hier serviere ich mit einem Oktopus. Den müssen wir kurz braten und dann drüberlegen. Fertig. Ach du meine Güte, was machst du denn mit dem Ketchup? Man kann nie genug Ketchup haben. Oh, was ist das denn? Andy, was machst du da? Oh Mann, ich krieg diese Spaghettis nicht mehr raus. Na wartet, euch kriege ich noch. Also, ich denke, die sollten ein bisschen anders aussehen, oder? Moment mal. Ich kann doch einfach diese Nudeln hier benutzen.
Das ist ganz einfach. Die Gewürze und die Soße kommen da rein. Jetzt ein bisschen heißes Wasser und abwarten. Fertignudeln ist ja furchtbar. Ja, die Nudeln sind fertig. Super. Ist das ein Oktopus? Ernsthaft? Sieht ja eklig aus. Wie isst man den denn? Oh, der ist ja voll gummiartig. Ich kann doch nicht mal was abbeißen. Ekelhaft. Oh, Spaghetti mit Ketchup. Die sehen ja köstlich aus. Probieren wir mal. Richtig lecker. Nudeln in der Schachtel? Interessant. Ist ja gar nicht schlecht, aber irgendwie ist das viel zu scharf. Voll cool. Als wäre ich ein feuerspeiender Drachen. Was? Ich hab gewonnen? Das ist ja cool. Was für schöne Torten. Ich bin bereit, das Dekor für meine auszuwählen. Wow, die Gummiwürmer sind toll. Mila, sieh nur, wie viele es gibt. Jetzt bist du an der Reihe, das Rad zu drehen. Ich fürchte, ich werde etwas weniger Leckeres bekommen. Ich wusste es. Echte Würmer sind eklig. Igitt, sie sind so hässlich. Sie kann ich nicht auf meine Torte legen. Es lässt sich nicht ändern, ob du willst oder nicht, du musst es tun. Ich schließe meine Augen, um es nicht sehen zu können. Mami, sie bewegen sich, das ist so schrecklich. Warum nimmst du so wenig? Du musst alles einbauen. Ich hätte nicht gedacht, dass du so grausam bist, Kate. Ich dachte, du wärst meine Freundin. Ja, das ist nicht der beste Anblick, aber das ist nicht meine Schuld. So sind die Regeln. Ich will es nicht in den Mund nehmen. Die Würmer werden sich bewegen. Das kann ich sicher nicht überleben. Das ist ekelhaft. Ich muss sofort eine andere Torte essen. Igitt, es ist immer noch eklig. Sie schmeckt noch nach Würmern. Ich glaube, da krabbeln etwas auf meinem Gesicht. Oh nein! Noch Würmer? Ich bin schon satt. Sie krabbeln sogar in mein Haar. Wann wird das enden? Könntest du vorsichtiger sein? Ein Wurm ist mir direkt unter die Nase vorbeigeflogen. Gut, dass du alles aufgegessen hast und jetzt bin ich mit meinen Gummiwürmern dran. Eine bessere Dekoration kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin mir sicher, dass sie meine Torte nicht nur dekorieren, sondern auch viel besser schmecken lassen. Sieh nur, wie hübsch sie sind. Es sieht wirklich erstaunlich aus. Hello. Und wie köstlich es ist, kannst du dir nicht vorstellen. Ich könnte eine ganze Torte auf einmal essen. Eine bessere Kombination kann ich nicht mehr vorstellen. Kate, könntest du mir eine Freude machen? Gibst du mir wenigstens ein Stück ab? Bitte. Du sagst Quatsch. Darauf brauchst du nicht einmal zu hoffen. Eine andere Antwort habe ich nicht erwartet. Okay, ich werde dir eine Lektion erteilen, Freundin. Was ist das? Ein Angriff? Ich kann für meine Torte entstehen. Mal sehen, wer sich als stärker erweist. Verteidige dich. Verteidige dich selbst. Ich weiß, wie man angreift. Das ist ein ganz schöner Schlag. Du bist sehr gut im Kämpfen. Ich bin bereit, alles für die Torte zu tun. Ich habe verloren. Ich darf die Torte nicht probieren. Daran werde ich dich erinnern. Ich habe einen neuen Plan. Was machst du da, Mila? Jetzt gehört die ganze Torte definitiv dir. Na, das ist doch perfekt. Schlammig. Ich bin bereit, das Rad wiederzudrehen. Das wird mich wegwehen. Was für ein starker Wind. Oh nein, das kann nicht sein. Das sind die Chilischoten. Endlich hast du etwas Ekliges, nichts Süßes. Mal sehen, wie du es schaffst. Ich bin sicher, dass das Glück dieses Mal auf meiner Seite ist. Du hast Kaugummi-Augen. Das ist nicht fair. Warum denn? Das ist gerecht. Das Schicksal hat entschieden. Schau mal, wie gut die Kaugummi-Augen auf meiner Torte aussehen. Oh mein Gott, das ist die beste Kombination. An diese Torte werde ich mich immer erinnern. Ich möchte es auch probieren. Niemals. Du hast mit mir nicht geteilt und ich werde es auch nicht tun. Bist du verrückt? Du hast mir fast verletzt. Jetzt wirst du sicher nicht mehr meine Torte anfassen. Und wozu brauche ich diese Gabel? Ich esse sie mit den Händen, so schmeckt sie besser. Und außerdem kann man viel mehr auf einmal in den Mund nehmen. Ich kann mir nur vorstellen, wie köstlich das ist. Da wird ein Traum wahr. Du
hast recht. Aber es gibt einen Nachteil. Es ist zu schnell ausgegangen. Hm. Es ist nur noch ein Kaugummiauge übrig. Ich werfe es hoch und fange mit dem Mund auf. Oh nein, das habe ich verfehlt. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Ein wahres Geschenk des Schicksals. Ich habe es geschafft, die Weingummi doch noch zu probieren. Und jetzt ist deine Chili-Torte. Danke, dass du mich daran erinnert hast. Okay, ich fange mit der Dekoration an. Übrigens ist es ganz gut gelungen. Schau mal, wie gut diese Farben zusammenpassen. Jetzt sag mir, wie deine Torte schmeckt. Ich könnte ohne das leben. Es scheint, ich muss es tun. Ich spüre schon etwas Scharfes. Ich mag kein Chili. Warum so wenig? Nimm mehr Stück auf einmal. Du wirst sehen, es wird nichts Gutes dabei herauskommen. Versuche nicht, mich zu verwöhnen. Iss alles auf. Alles. Ich hoffe, du bist jetzt glücklich. Oh nein, ich glaube, Feuer kommt. Mami, ich brenne. Vielleicht hätte ich es doch übertrieben, sie den ganzen Pfeffer essen zu lassen. Warte, Kate, ich hole dir etwas Wasser. Das hilft sehr. Ich danke dir. Ich bin jetzt an der Reihe, das Rad zu drehen. Kaktus? Wow. Aber es ist stachelig. Wie soll ich das essen? Warte eine Sekunde. Ich glaube, da war ein Fehler. Das Rad ist auf dem Pommes stehen geblieben. Also gut, es gibt keine Möglichkeit zu schummeln. Stimmt, mich kannst du nicht täuschen. Jetzt drehe ich das Rad. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass ich etwas Leckeres bekommen werde. Kaugummi, mein Bauchgefühl hat recht. Wow, so viele Sorten. Du hättest mir wenigstens einen von ihnen geben können. Niemals. Ich möchte sie alle selbst ausprobieren. Ich denke, wenn man die Farben kombiniert, wird es sehr hübsch und hell. Gott, das riecht lecker. Ich kann mich kaum zurückhalten, es zu essen. Es ist wirklich toll geworden. So eine Torte würde ich auch gerne mal haben. Man muss nicht alle Kaugummis für die Dekoration verwenden. Man kann sie auch einfach so essen. Du hast recht. Schau. Ich habe ein Herz. Wow, das ist wirklich schön. Ich denke, es würde die ganze Komposition perfekt abschließen. Das ist genial. Du bist eine wunderbare Dekoratorin. Danke dir. Der große Moment ist endlich gekommen. Ich kann ausprobieren, was ich gemacht habe. Ich habe keinen Zweifel daran, dass es wahnsinnig lecker ist. Oh ja, du hast hundertprozentig recht. Ich werde nicht aufhören, bis ich alles aufgegessen habe. Kate, aber du bist total schmutzig. Wo sind deine Manieren? Gib es zu, du bist einfach neidisch auf mich. Ich hatte ganz vergessen, dass man aus Kaugummi Seifenblasen machen kann. Vielleicht hörst du auf. Diese Blase macht mir Angst, sie ist wirklich groß. Schluss, ich muss jetzt aufhören. Entschuldigung. Was hast du getan, Mila? Ich bin ganz schmutzig. Das ist ungeheuerlich. Aber es ist deine eigene Schuld. Ich habe dir gesagt, du sollst aufhören. Aua, was für ein stacheliger Kaktus. Ich kann es nicht essen. Denke sich etwas aus, das ist dein Problem. Ich habe eine Idee und ich werde versuchen, sie zu verwirklichen. Ich fürchte, diese Schere wird nicht funktionieren. Ich brauche etwas Kleineres. Diese ist auch zu groß, aber die Manikürschere ist genau richtig. Es ist an der Zeit, meinem Kaktus die Haare zu schneiden. Die Stacheln stehen nicht gut für ihn. Das war also dein Plan. Genial. Danke. Ich hoffe, ich kann jetzt meine Kaktusorte essen und mich nicht verletzen. Aber warum dauert es so lange? Ich schlafe schon ein. Wach auf! Was hast du gemacht? Ich habe mir wehgetan. Beeile dich, dekoriere deine Torte und iss schneller. Ich habe es verstanden, ich muss meinen Kaktus reiben. Dann wird es viel bequemer sein, ihn zum Dekoration zu verwenden. Sieh nur, wie gleichmäßig die Schicht ist. Ich habe gute Arbeit geleistet. Sehr gut. Jetzt ist die Zeit herausfinden, wie es schmeckt. Der Kaktus ist ein bisschen bitter, aber insgesamt schmeckt alles nicht schlecht.